Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ihr werdet euer Leben nie genießen können, wenn ihr nicht anfangt, euch selbst zu genießen. Ich möchte heute mit euch darüber reden, wie man sein Leben genießt. Und wenn ich davon spreche, das Leben zu genießen, spreche ich nicht von Dauerpartys oder Dauerurlaub oder davon, das machen zu können, was man gerade will. Ich rede davon, das Leben so richtig zu genießen, sich daran zu erfreuen. Johannes 16, Vers 24. Ich finde diese Stelle großartig. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Oh ja, wenn das nicht die richtige Bibelstelle ist für die, die nicht aufhören können zu arbeiten. Die immer meinen, selbst alles in die Hand nehmen zu müssen und unter Kontrolle zu haben. Ist doch so. Bittet und ihr werdet empfangen. Damit eure Freude vollkommen sei. Ich will euch ein kleines Beispiel geben, wie man falsch und wie man richtig lebt. Es geht um Beziehungen und ich werde Dave als Beispiel benutzen, wie immer. Ist Dave nicht wunderbar? Er begleitet mich all die Jahre und ich darf auf ihm herumhacken. Ich hätte wahrscheinlich gar nichts zu predigen, wenn ich nicht mit Dave verheiratet wäre. Bei mir lief das immer so. Wenn ich dachte, jemand sollte etwas tun, was er nicht tat, dann überredete ich ihn dazu. Und wenn ich jemanden nicht überreden konnte, wurde ich wütend auf ihn, weil er es nicht tat. Wir sprechen hier von emotionaler Erpressung. Wenn ich also wollte, dass Dave etwas tat, was er nicht tat, oder wenn ich das, was er tat, nicht für richtig hielt und seine Wahl nicht gut fand, versuchte ich, ihn von meiner Meinung zu überzeugen, immer und immer wieder. Doch wisst ihr, je mehr man Leute überzeugen will, desto mehr schalten sie auf stur. Denn die meisten Menschen wollen nicht manipuliert werden. Und ich kapierte einfach nicht, dass meine Überzeugungsstrategie ihm das Gefühl gab, manipuliert zu werden. Deshalb hat er nie nachgegeben. Doch Gott hat auch hier eine Lösung. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Doch es geht auch noch um eine andere Sache. Man muss sich eingestehen können, vielleicht liege ich falsch. Gott, wenn ich recht habe, ändere die Einstellung des anderen. Und wenn der andere falsch liegt und sich weigert, das Richtige zu tun, dann ist das nicht mein Problem. Das muss er mit dir ausmachen und ich lasse mir meine Freude nicht wegnehmen. Ein neuer Ansatzpunkt. So könnt ihr eure Freude schlagartig verdoppeln. Fangt genau da an. Letzte Woche wollte ich, dass Dave mich zu einer, wie ich fand, wichtigen Sache begleitet. Er ließ mich hingegen wissen, dass zu der Zeit ein Footballspiel stattfinden würde. Er sagte so etwas wie, ich kann nur zu circa 6 Spielen im Jahr gehen, während ich dachte, wie bitte, du verbringst dein halbes Leben dort. In diesem Fall stand jedoch für mich fest, das ist unsere Pflicht. Und warum sollte ich einer Pflicht nachkommen, während du zu einem Spiel gehst? Aber wisst ihr, ich habe dazugelernt. Gott weiß, dass ich dazugelernt habe. Wir saßen im Zimmer und ich reagierte ungefähr so. Okay, wie du meinst. Wenn eine Frau so etwas sagt... Ihr Männer versteht das nicht. Das ist genauso, als würdet ihr eine Frau fragen, was denn los sei, und sie sagt nichts. Bei einer Frau bedeutet nichts nicht nichts. Nichts bedeutet eine Menge. Es bedeutet, dass es jetzt reicht und ihr besser den Mund haltet. Jedenfalls sagte ich, weißt du, ich denke, dass du nicht unbedingt zum Spiel gehen, sondern mit mir das hier machen solltest. Ich glaube, es würde der Person sehr viel bedeuten. Ich konnte sehen, dass es ihm nicht gefiel, also sagte ich in meinem Herzen, okay, Gott, wenn du ihn da haben willst, musst du ihn überzeugen.
Wenn nicht, schenkt mir, dass ich trotzdem glücklich sein kann. Seht ihr, ich gebe dem Ärger einfach keinen Raum mehr. Ich führe ein völlig neues Leben, nicht im Ärger, sondern voller Freude. Ich ging zu ihm hin und strich ihm über den Kopf. Ich gab mein Bestes, freundlich zu sein. Ach, du Schnuckelchen. Das, was ihr tut, muss nicht unbedingt etwas sein, wonach euch zumute ist, sondern ihr tut es, weil ihr es für richtig haltet. 10 Minuten gingen vorbei, dann sagte er, hör mal, ich werde die Karten verschenken und mit dir gehen. Dann entpuppte sich das Ganze als Test für Dave. Es stellte sich nämlich heraus, dass ich mich im Datum geirrt hatte und an dem Tag gar kein Spiel war. Ich sagte zu ihm, das Gute daran ist, dass ich meine Prüfung bestanden habe und du eine Gelegenheit hattest zu verzichten. Also bekommen wir beide eine Belohnung und müssen am Ende doch nichts aufgeben. Ich erzähle euch das, damit ihr versteht, wie wir unseren Frieden und unsere Freude verlieren, wenn wir eine Situation kontrollieren wollen und nicht Johannes 16, Vers 24 anwenden. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Wie viele von euch haben schon einen ganzen Tag lang ihre Freude verloren, weil ihr versucht habt, jemanden zu etwas zu bringen, was er gar nicht tun wollte? Wie viele Jahre eures Lebens habt ihr schon damit verschwendet, euch aufzuregen und dabei eure Freude verloren, weil ihr andere nicht dazu bringen konntet, was ihr wolltet? Wisst ihr was? Ihr seid nur für euch selbst verantwortlich. Seht es mal so. Es geht um Jesus und mich. Wenn meine Zeit hier zu Ende ist, werde ich vor Gott stehen und Rechenschaft über mein Leben ablegen, nicht über eures. Ich muss meine Beziehung zu Gott in Ordnung halten. Er möchte nicht, dass mir meine Freude abhanden kommt. Ich bin gekommen, damit ihr euch am Leben freut. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass wir sündigen, wenn wir unser Leben nicht genießen. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin gestorben, ich habe für deine Schuld bezahlt, damit du ein erfülltes und überfließendes Leben haben kannst und dich daran freust. Ich meine, wir sind es Jesus schuldig, uns zu freuen. Einige von euch denken vielleicht, ich fühle mich aber gar nicht so. Genau über das Thema wird demnächst ein Buch von mir veröffentlicht. Gefühle sind nicht alles. Wenn ihr aufhört, euren Gefühlen so viel Raum zu geben, werden sie euch nicht länger kontrollieren. Für das Thema habe ich jetzt aber keine Zeit. Johannes 17, Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben, damit sich meine Freude in ihnen voll auswirken kann, dass meine Freude ihre Herzen ganz erfülle. Ruft alle, Gott will, dass ich glücklich bin. Gut. Was glaubt ihr, wie viele Menschen in unserer Umgebung und in unseren Kirchen diese Freude erleben, von der Jesus hier spricht? Ich für meinen Teil freue mich mehr als früher, aber ich möchte immer noch weiter darin wachsen. Wenn wir das nicht wollen, stimmt irgendetwas mit uns nicht. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich wenig Freude hatte, weil es für den Teufel damals sehr einfach war, sie mir zu rauben. Sehr einfach. Schon allein deshalb, weil ich ihm dabei half. Er musste gar nicht viel tun. Zumindest sollten wir so weit kommen, dass der Teufel schon Überstunden machen muss, um an unsere Freude heranzukommen. Wir wollen es ihm nicht leicht machen. Ich frage mich,
Das gilt jetzt unseren Fernsehzuschauern. Ich frage mich, wer von Ihnen heute gar nicht vorhatte, diese Sendung zu sehen? Sie sind sich auch immer noch nicht sicher. Sie haben ein bisschen herumgesäppt und sind bei dieser aufgedrehten Frau auf der Bühne gelandet und denken, was macht denn die da? Aber in Wahrheit habe ich ihr Interesse geweckt, weil ihnen ihr Leben im Moment wenig Spaß macht, sie überhaupt nicht glücklich sind und sie sich fragen, warum. Ich sage es ihnen. Der Dieb kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Sie haben einen Feind, den Teufel, aber Jesus sagt, Ich bin gekommen, damit ihr überfließendes Leben habt und es genießen könnt. Wenn sie ihr Herz öffnen, Jesus als Retter annehmen und von ihm lernen, kann sich ihr Leben gewaltig verändern. Es gibt mehr als nur so dahin zu leben. Ich habe als Christin viele Jahre vor mich hin vegetiert, sogar noch am Anfang meines geistlichen Dienstes. Ich habe lediglich dahin vegetiert. Ich habe versucht, den Tag hinter mich zu bringen. Ich war nicht total unglücklich, aber richtig glücklich war ich auch nicht. Glücklich sein war für mich anstrengend. Alles musste stimmen, damit ich glücklich sein konnte. Keiner durfte etwas tun, was mir nicht gefiel. Und wir alle wissen, dass das reines Wunschdenken ist. Ihr solltet langsam begreifen und erkennen, dass in eurem Leben nie alles perfekt laufen wird. Ich möchte einige Bibelstellen aus dem Buch Prediger aufschlagen, die mir sehr geholfen haben, als ich darüber nachdachte, ob Gott eigentlich will, dass ich glücklich bin. Prediger 2, Vers 24. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Hört mal, seine Seele genießen lassen. Genau das musste ich lernen. Ich musste mich selbst dazu anspornen und mir sagen, ich werde diesen Tag nicht nur hinter mich bringen, sondern ihn genießen. Ich werde mein Haus nicht nur putzen, sondern mich daran erfreuen. Ich werde die Kinder nicht nur erziehen, sondern mich an ihnen erfreuen. Das ist eine Entscheidung. Ich liebe diese Stelle. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Prediger 4, Verse 7 und 8. Hier macht einer alles so, wie man es nicht machen sollte. Schauen wir uns das einmal an. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Nichtigkeit bedeutet Nutzlosigkeit. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder. Und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Wer von euch versteht, dass es sich hier um einen wirklich nicht glücklichen Menschen handelt? Er gehörte nicht zu denen, die das Leben genießen. Warum? Wenn ihr diese Verse betrachtet, findet ihr drei Dinge. Als erstes hat er sich nie Zeit dafür genommen, Beziehungen aufzubauen. Er war allein. Er hatte keine Kinder. Er hatte keine Geschwister. Er investierte so viel Zeit in seine Arbeit, dass keine Zeit übrig blieb, sich an irgendetwas oder irgendjemand zu erfreuen. In der westlichen Kultur, wie wir sie kennen, wird Arbeit anders bewertet als in anderen Teilen der Welt. In vielen Ländern, die ich besuche, sind Beziehungen viel wichtiger als der Versuch, möglichst viel Geld zu verdienen. Wir leben zwar in dieser Welt, müssen uns aber ihren Prinzipien nicht unterwerfen. Wir sollten wahrnehmen, was in der Welt vor sich geht, es mit dem Wort Gottes vergleichen und darauf achten, dass die Werte der Bibel immer Vorrang haben. Ja, die Bibel lehrt uns zu arbeiten, aber in einer ausgewogenen Art und Weise. Wenn hier die Balance verloren geht, werden wir Schwierigkeiten bekommen. Wie viele Menschen versuchen ihr Leben lang, die Karriereleiter zu erklimmen und sind schließlich einsam und ohne Familie? Folgendes habe ich einmal gehört. Auf eurem Sterbebett werdet ihr nicht nach eurem Kontostand fragen, sondern wollt eure Familie bei euch haben.
Wir wollen ein neues Haus kaufen und ich muss mir eine zusätzliche Arbeitsstelle suchen. Nein, bleibt, wo ihr seid und genießt eure Familie. Habe ich recht? Das Zweite, was wir über diesen Mann erfahren, ist, dass er nie mit seiner Arbeit fertig zu werden schien. Ganz gleich, wie sehr er sich bemühte. Ich bekam meine Arbeitswut ebenfalls nicht in den Griff, bis ich einmal im Büro saß, als alle anderen sich schon amüsierten. Ich wurde nie mit meiner Arbeit fertig. Ganz gleich, was ich tat, es gab immer noch was zu tun. Kommt euch das bekannt vor? Es war mir unmöglich, Dinge stehen und liegen zu lassen, um meinen Feierabend zu genießen, obwohl ich wusste, dass mir die Arbeit nicht weglaufen würde. Wenn ich es versuchte, hatte ich immer das Gefühl, ich müsste doch noch dieses und jenes tun. Schließlich kapierte ich es. Joyce, der Kram wird morgen früh auch noch da sein. Dieser Stapel wird morgen immer noch da sein. Ich habe Folgendes gelernt: Selbst wenn ich meine Ziele für einen Tag zu hoch stecke, muss ich mich nicht quälen, alles zu schaffen, weil ich weiß, dass ich nicht faul bin. Ich arbeite, bis ich müde werde, und dann ruhe ich mich aus. Ich sorge mich nicht darum, was andere darüber denken. In meinem Leben soll es mehr als Arbeit geben. Früher sagte ich zu allem Ja, was an mich herangetragen wurde, weil die Leute das gerne hören wollten. Ein Nein mögen sie nicht. Ich wollte alle glücklich machen. Jetzt bin ich glücklich, weil ich gelernt habe, Nein zu sagen. Amen. Dann erfahren wir noch, dass dieser Mann zwar wohlhabend war, sich aber an all dem nicht erfreuen konnte. Wisst ihr, selbst diejenigen von uns, die sich für arm halten, sind im Vergleich zu vielen Menschen auf dieser Erde reich. Wenn ihr ein Haus und Kleidung habt, einen sicheren Ort, wenn ihr zu essen und zu trinken habt, seid ihr schon sehr reich im Vergleich zu den meisten Menschen. Jemanden zu haben, mit dem man zusammensitzen und essen kann, ist für den Einsamen wahrer Reichtum. Für die meisten Menschen wäre ein echter Wohlstand, sauberes Trinkwasser zu haben, ein Bad nehmen oder die Dusche sogar 30 Minuten laufen lassen zu können. In unserer Gesellschaft besitzen wir sehr viel. Dennoch habe ich Menschen gesehen, die nur einen Bruchteil von dem hatten, was für die meisten von uns selbstverständlich ist, und die das mehr genießen konnten als wir unseren ganzen Reichtum. Es ist eine Denkweise, eine Frage der Einstellung. Manchmal werden Begehrlichkeiten geweckt und wir jagen Dingen nach, um immer mehr haben zu können, noch mehr, noch größer, noch schneller. Was eigentlich ist unser Ziel? Ich glaube, Gott will seine Kinder segnen. Ihr wisst, dass ich das wirklich glaube. Ich bin der Meinung, Gott möchte euch segnen. Es ist ihm nicht so wichtig, was wir alles besitzen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, großzügig sind und es genießen. Prediger 5, Vers 17. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne. Ich will euch etwas sagen. Trefft die Entscheidung, eure Arbeit zu genießen. Wenn das nicht gelingt, sucht euch eine andere Arbeit, die ihr genießen könnt. Fahrt nicht zur Arbeit und sagt, ich hasse diesen Verkehr. Ich hasse meinen Job. Ich kann den Freitag kaum erwarten. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse die Umgebung. Na? Ich kann meine Nachbarn nicht ausstehen. Sagt stattdessen, wenn ihr zur Arbeit geht: Ich liebe meine Arbeitsstelle, ich bin dankbar dafür, dass ich Arbeit habe. Ich werde an meinem Arbeitsplatz die glücklichste und dankbarste von allen sein. Hört mal, ihr müsst das ganz bewusst tun. Das ist keine Gefühlssache. Hier geht es darum, Gott zu ehren mit unserem ganzen Leben, unserer Einstellung, weil wir wissen, dass alles von ihm kommt. Wenn wir das, was wir haben, nicht wertschätzen, kann es sein, dass es uns weggenommen und einem anderen gegeben wird.
Ich habe wirklich ein großartiges Leben und doch muss ich mich manchmal bewusst entscheiden, glücklich zu sein. Wisst ihr warum? Weil wir alle menschlich und deshalb nicht immer klug sind. Ganz gleich, was ihr schon besitzt, eure alte Natur sagt, mehr, gib mir mehr. Unabhängig davon, was andere bereits für euch tun, das reicht nicht. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit. Was sind eure Aufgaben? Wenn ihr zu Hause bei euren Kindern seid, ist das eure Arbeit? Was auch immer ihr tut, Arbeit macht einen großen Teil eures Lebens aus. Ihr verbringt einen Großteil eurer Zeit damit, zu arbeiten. Also entscheidet euch doch bitte, eure Arbeit zu genießen. Wenn ihr Freude an Gott habt, könnt ihr auch alles andere genießen. Ihr müsst jedoch nicht alles, was euch begegnet, gut finden, aber genießt die Gemeinschaft mit Gott. Das wird euch ein Lächeln auf eure Lippen zaubern. Beginnt das Leben zu genießen, das Jesus durch seinen Tod für euch erworben hat. Versteht hier jemand, wovon ich rede? Er hat dafür bezahlt, dass ihr Freude in eurem Leben habt. Es gibt sogar Menschen, die einen geistlichen Dienst haben, den sie nicht genießen können. Er war ihr Traum, ihre Vision und sie beknieten Gott. Jetzt haben sie ihn und sagen, all diese Arbeit, all diese Termine, all die Menschen, um die ich mich kümmern muss. Versteht ihr? Trefft die Entscheidung, jeden einzelnen Tag eures Lebens bewusst zu genießen. Lasst mich noch eines sagen. Wir machen dann später weiter. Wisst ihr, das meiste im Leben ist nicht besonders aufregend. Doch wir warten auf das Juhu! Wir warten auf das Juhu! Damit wir glücklich sein können. Wir meinen, glücklich zu sein, wenn der Freitag endlich da ist. Juhu! Heute ist Zahltag! Wir können losgehen und unser Geld ausgeben. Und später haben wir dann keines mehr. Oder, juhu, heute gibt's Geburtstagstorte, juhu. Ich bin eingeladen und werde essen, bis ich umfalle. Kennt ihr das? Juhu, ich habe bald Urlaub. Heute bin ich glücklich. Oh, und morgen? Ich muss wieder arbeiten. Ich hasse diesen Job. Ich hasse diesen Verkehr. Ich muss dieses blöde Haus putzen. Ich hasse diese Streichholzschachtel, in der ich wohne. Ich bin die Einzige, die hier arbeitet. Juhu! Endlich Freitag. Juhu! Leute, wir müssen damit aufhören und ausgeglichener leben. Fangt an, jeden Augenblick eures Lebens zu genießen. Jeden Augenblick. Lasst mich mit einer Hausaufgabe schließen, die jeder tun kann und die nicht zu schwer ist. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ihr werdet euer Leben nie genießen können, wenn ihr nicht anfangt, euch selbst zu genießen. Fangt also am besten gleich damit an, euch selbst zu mögen. Ah, ich kann das aber nicht besonders gut. Ich mache jenes immer falsch. Für Gott ist das keine Überraschung. Er hat alles schon gewusst, als er euch erwählt hat. Nehmt euch selbst nicht so wichtig. Wir alle haben unsere Ecken und Kanten. Amen. Richtig? Trefft die Entscheidung, euer Leben zu genießen. Genießt euch selbst, genießt Gott. Ich habe viele Bücher von Madame Guyon gelesen. Sie lebte im 16. Jahrhundert und hat gesagt, die größte Herausforderung unseres Lebens sei zu lernen, sich an Gott zu freuen. Ich finde das großartig.
Hütet euch vor einer falschen Gottesfurcht. Seid nicht damit beschäftigt, euer geistliches Leben nach dem Leistungsprinzip zu führen, sodass ihr vergesst, euch an Gott zu erfreuen und ihn an eurem Leben zu beteiligen. Nur so kann man sein Leben mit Gott wirklich genießen. Der Hausputz wird euch Spaß machen, wenn ihr euch währenddessen an Gott erfreut. Einkaufen, Ölwechsel, Rasenmähen können richtig Spaß machen, sobald ihr die richtige Einstellung habt und sagt, Gott, ich kann das alles genießen, weil du bei mir bist und weil du meine Freude bist. Ist es nicht so? Lasst uns Gott danken. Das Hilfswerk Hand of Hope kümmert sich weltweit um Menschen in Not, wie hier in Äthiopien. Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre das nicht möglich. Mein Name ist Anne Reeve. Ich bin Krankenschwester und bin jetzt zum zweiten Mal in Äthiopien. Ich habe ein großes Herz für die Patienten und lasse sie das auch spüren. Manchmal machen wir Fotos von ihnen. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie sich auf einem Bild sehen. Das berührt sie immer sehr und das ist so wunderbar. Hier geht es nicht nur um die medizinische Behandlung, die sie bekommen. Hier geht es auch um menschliche Nähe. Ich möchte den Menschen helfen und Gott dienen. Und sie berühren mein Herz, weil sie so dankbar sind. Gott möchte, dass wir Menschen in Not helfen und ihnen dadurch zeigen, wie sehr er sie liebt. Ganz gleich, ob diese Menschen nebenan wohnen oder am anderen Ende der Welt. Wenn jemand in Not ist, sollten wir uns zusammentun und einfach helfen. Hand of Hope gibt hungrigen Kindern zu essen, ermöglicht medizinische Behandlungen und rettet Frauen und Kinder aus dem Menschenhandel. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Zu einem guten Morgen gehört ein gutes Frühstück. Und die tägliche Andacht von Joyce. Frische Impulse und gute Gedanken, die Kraft geben für den Tag. Abonnieren Sie die Andacht kostenlos auf joyce-meyer.de/andacht oder auf Facebook. Fangen Sie den Tag gleich richtig an. Es lohnt sich. Vielleicht sieht man es ihr heute nicht mehr an. Doch der wiederholte Missbrauch in ihren jungen Jahren hinterließ tiefe Spuren. Joyce Meyer erlebte aber auch, wie Gott sie vollständig wiederherstellte. Auf dieser DVD erzählt sie ihre Lebensgeschichte. Ein Leben. Bestellen Sie die DVD Ein Leben jetzt im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411.